Was hier? Vielleicht sollte ich vorher Tränke kaufen. Das macht bestimmt Sinn. Haben wir eigentlich, können wir eigentlich, warte mal. Nee, nee, da, hier. Oh ja, frostiges Grauen ist er jetzt. Torgals Rang beeinflusst seine Angriffskraft und erhöht sich, je mehr Kämpfe er zusammen mit Clive bestreitet. Okay, also wird noch schlimmer oder besser. Fenrir-Fertigkeiten. Schießt mehrere elementargeladene Kugeln in Richtung eines entfernten Ziels. Klang die Sichel, der hat jetzt... Der hat fast mehr Special-Angriffe als ich, Alter. Was los? Das ist ja unfair. Was ist denn? Bitte quatsch mich. Zu viel Gill in der Tasche? Ja, wie immer. Was soll ich denn machen? Ich brauche halt Tränke. Ich habe alle verbraucht, weil Krupp kam. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Klar, ich gebe dir 1000 Gil und du machst mich arm. War's das schon? Frag mal Kupka, Alter. Der ist arm dran jetzt. Also, Fels Falkenstein, ja. Falkenschrei, nicht Falkenstein. Also es müsste ja eigentlich genau hier sein. Wollen wir mal gucken, ob er auch genau da ist. Okay, ich verstehe das mit dem Gekrissel nicht. Wirklich nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es tut mir leid für die Leute in der Aufnahme. Aber naja. Le Pech, wie die Franzosen sagen. Ich weiß nicht mal, was wir suchen. Irgendwas. Irgend so ein Blob, ne? Muss irgendwo ein Blob sein. Das dahin ist kein Blob. Hier blockt aber nichts. Wobei der könnte. Irgendwo hier müsste er sein. Hier ist alles voller Spinnen. Hier vielleicht? Da steht ja nur Fels-Falkenschrei, ne? Also nicht irgendwie noch was dazu oder so. Warte, ich guck nochmal. Fels-Falkenschrei. Joa. Ist ja übersichtlich hier, ne? Also irgendwo hier. Ja, vielleicht hier in der Ecke, ne? Irgendwo da so lang. Wäre möglich. Rum. Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ich suche was ganz Spezielles. Ah. Hatte der Mann gerade eine andere Synchro? Ist das Vieh gerade ausgewichen? Willst du mich verarschen? Lass das mal lieber, ja? Wir nämlich keine Freunde mehr. Ich weiß, ich brauche Erfahrungspunkte. Ach, was ist das denn? Hier steht einfach so ein Ding rum. Ich kann damit nicht interagieren. Willst du mich verarschen? Felsfalkenschrei. Geht bis hier runter. Na gut, dann reiten wir halt. Gut so. So, gib Gummi. Irgendwo muss das Vieh herumblobben. Ja, das finde ich am schlimmsten. Dass man nicht suchen muss. Beim Felsfalkenschrei ist so eine vage Beschreibung, da kannst du nicht viel mit anfangen.
Meistens sind das irgendwelche großen Flächen. Oh. Ich hab's gefunden. Oh, nicht schon wieder so ein Blob. Puddingprinz. Ach du Scheiße. Rang A. 12.030 Dunes. Das wird problematisch, glaube ich. Wolltest du uns wohl überraschen, was? Cool. Was denn jetzt? Wann verwandelt sich denn Thorgal? Wie, der kann Steingar und Vollgar? Das sollte aber illegal sein. Eiskalt. Der kann ja alles. Nochmal bitte. Nee, nicht Vollgar. Ja, super. Boah, Mann, ich bin voll abgelenkt. Macht er auch noch was anderes? Nee, da hast du recht. Und nicht so eine blöden Verfolgerkugel. Krieg ich halt zu viel von. Okay, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Ich bin verletzt. Zu langsam. Zu mir! Danke, Fusche! Titan! Okay, hier muss ich glaube ich alles auffahren. Titan! Doppelmagie, na klar, noch was? Also, wie lange dauert es denn, bis das alles aufgeladen ist? Lauf. Au. Hilf mir, Großer. Das habe ich gebraucht. Ja, genau. Komm zu mir! Rambo! Oh. Das tut gut. Ich bin verletzt. Was macht der denn da? Klatsch, patsch, okay. Du!
Wenn der nicht die ganze Zeit rumzaubern würde. Aua. Hilf mir, Großer. Weg. Schon wieder. Oh Gott, der ist so nervig. Los, komm, den schaffen wir. Boah. Ich dachte, Titan, seine Angriffe, die machen ein bisschen mehr Wumms, aber das ist ja lächerlich. Von der Angriffsstärke her. Lohnt sich ja gar nicht. Oh, hey, Stufenaufstieg. Zwei Stufen gleich? Wie zwei Stufen? Wie geht das denn? Von 30 auf 32? Ah, cool. Dafür haben wir überall so 5 bis 6 Punkte mehr. Yay. Wow. Na also, gallertartige Masse. Jetzt haben wir wieder irgendwas, was wir bauen können, glaube ich. Geschichte. Was auch immer das war. Ja, besser ist auch. So. Zurück hier hin. Wofür brauchten wir jetzt gallertartige Masse? Das ist eine gute Frage, ne? Erstmal Tränke machen. Wir gucken mal. Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. Ja, haben wir vorhin schon gehört. Alles gut. Die packt das schon. Die ist bald zu Staub. Was ist? Ich hab nicht den ganzen. Keine Sorge. Ich hoffe, du hast es passend. Immer. Einen besseren Preis. Ich habe aus Versehen Steinautonikum genommen anscheinend. Ich hoffe, du hast es passend. Dein Gesicht passt mir aber nicht. So. Wieder zurück? Immer. Willst du was schmieden? So, irgendwas. Ah. Ja, wir brauchen Rotlegierung. Wir haben aber keine. Was ist das? Monster umsonst geschlechtet. So, wir sollen zu Edel. Keine Angst. Einmal zu Edel. Und wenn wir schon mal, was Kupka jetzt vorhat, so ohne Hände. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Jetzt nicht alle Adligen. So, und Otto schickt mich wahrscheinlich gleich wieder zu Vivian und dann muss ich in die Krankenstation. Honor. Otto. Bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es, Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt, ja. Wer? Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist.
Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll bei so einem Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinander wirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Das war kein Kompliment. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo willst du hin? Und warum im Lagerraum? Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Hey, Otto, her mit den Gill. Wie? Wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Also wenn eine ziemlich aufgedrehte, schöne Blondine im Lagerraum auf mich warten würde, da hätte ich aber... Wenn ich mit in die Finger kriege. Ganz andere Gedanken. Das war ein bisschen nervig. Ich fand die ein bisschen, die ist ein bisschen sehr aufgedreht. Weiß nicht, haben die hier Kaffee in dem Reich, in der Welt hier? Wenn ja, sollte sie davon weniger konsumieren. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Ich bin Sid. Oh, okay, neuer Zugang anscheinend. Das ist ganz schön lahm. Ich hab zu tun, Matt. Dann mache ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Mit, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich habe schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Er hat mir alles beigebracht und mich dann sogar zum Studieren nach Canva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt. Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ha! Ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Ja klar. Und was kann ich für dich tun? Als erstes brauche ich eine Ausstattung und Material für meine Projekte. Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung. Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Holz. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Ich wusste nicht mal, dass wir einen Schreiner haben. Wo fange ich an? Material und Werkzeug. Auf zu Karon und Schledorn. Wieso holt sie das nicht selber, Mann? Die ist doch gerade da vorbeigelaufen. Ah, oh, so ein faules Stück, ey. Oh, ich bin neu hier. Ich will hier eine Werkstatt haben. Aber Clive, du musst alles für mich besorgen. Ich bin nämlich zu faul und mir zu fein dafür, durch die Gegend zu laufen. Scheiß Weiber. Die bringen immer nur Ärger, Frauen. Ohne Witz. Die Racker stellen schon wieder um. Schnauze. Jill war kreidebleich. Ja, Schnauze. Gib mir all dein Zeug. Und nerv mich bitte nicht. Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Canva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Hier ist die Liste.
Lass mich raten, ich muss auch noch selber losfahren und das irgendwo herholen. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht. Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Gut zu wissen. Ja, besorg's mir, los. Die Bezahlung. Nicht nötig. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäb's hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke, Charon. Will ich mich verarschen? Ich muss hier tief in die Tasche greifen? Aber alle anderen kriegen wir was umsonst? Im was Arsch. Was ist denn? Ja guck, jetzt pumpt die mich schon wieder so an. Sag ich hab dir doch nichts getan. Ich will doch nur Sachen kaufen. Du sollst angeblich irgendwas Neues haben. Das hier zum Beispiel. Jägerarmbinde. Ein Jägerhüfttuch. Ich weiß aber nicht, ob das besser wird als unseres. Platinschwert ist... Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Guck mal. Schnauze. Hier ist es gleich. Ja, genau. Schledern. Beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Kannst du die schmieden? Meine Güte. Was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann. Sag ihr, ich werde sie ihr bringen. Ja, irgendwann. Danke. Von uns beiden natürlich. Nicht weggehen. Der hat schon auch neues Zeug. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich red mal mit Bardolf. Wie kann ich helfen? Willst du was schmieden? Neue Waffe. Ah, dass die immer nur so 5 mehr Schaden macht, ne? Das lohnt sich überhaupt nicht. Und dann aus Blitzschlag. Pass gut drauf auf, ja? So. Jägerhüfttuch 1. Das ist schlechter. Das wäre auch schlechter. Na, dann brauchen wir das ja zumindest schon mal nicht. Jägerarmbinden hätten wir auch noch. Achso, nee, das war ja gerade das. Ich bin auch völlig durch. Und mehr gibt's hier nicht neu, ne? Nee. Was das? Wäre schön, wenn im Laden auch die neuen Sachen markiert wären. Mit wem soll ich jetzt reden? Der ist da unten? Schon wieder ein neues Schwert. Wie sieht das aus? Interessante Form, aber ob man damit kämpfen kann? Ich weiß ja nicht. Silber, Kreidebleich, wenn ich gleich die Fresse hält, bist du auch gleich kreidebleich. Könnt ihr etwas Schmieröl vertragen? Das sollte fürs Erste... Ah, Sid, wie geht's? Bardolf. Ich bin Sid. Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten. Und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Und da wärst du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen. Aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Ach, verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit, weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. Pass auf, ich sehe jetzt in die Zukunft. Ich muss da jetzt hinreisen, weil es wäre zu einfach, da eine Nachricht hinzuschicken. Was wir eh schon die ganze Zeit machen. Und wenn ich da angekommen bin, dann heißt es bestimmt, oh ja, der wollte in den Wald und Holz holen und ist seitdem nicht wiedergekommen. Wetten? Ich wette. Ich wette darum.
Ich weiß es genau. Ganz ehrlich, das wäre viel zu einfach, wenn der da rumlungern würde. Und wenn er da rumlungert, dann kommen wir wahrscheinlich raus und werden angegriffen, weil irgendeiner meint, oh, der Schreinermeister, den müssen wir jetzt aber festnehmen. Der hat das Holz falsch geschnitzt oder so. Hundertprozentig. Ah, Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Oh, ich kann das nicht. Wo ist der? Da hinten? Und es ist wieder kein Schnellreisepunkt in der Nähe. Das kannst du doch keinem erzählen. Alter, jetzt hör doch mal auf damit. Oh. Also der arbeitet da oben, obwohl da gar keiner ist. Das macht total Sinn. Was macht der Affe da? Hat der keine Hobbys? Ich dachte, der muss hier schreinern. Guck mal, hier, da liegt Holz. Da steht Holz. Schreiner doch hier rum. Meine Güte. Eier doch nicht da irgendwo rum, wo sowieso keine Sau rumlungert. Was für ein Blödsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Schokobo reiten, ey. Der will mich doch einfach... Die wollen mich hier alle fertig machen, ohne Witz. Das Vieh nicht mal angreifen? Oh ja. So, und jetzt pimmelt der irgendwo da hinten rum. So, die nächste müssen wir abbiegen. Was macht dieser Schwachmart hier? Ah, das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Eine Werkstatt bauen. Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Ich hätte selbst noch eine kleine Bitte. Ja, natürlich. Möglich. Was denn? Das da ist Cressida. Meine Heimat und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen. Hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig. Muss das sein? Warte, geht gleich weiter. Natürlich. Es war klar.